So, der Passodobel erkennen Sie sofort an der Musik, an der Melodie. Die Müllers im Vordergrund. Die meisten Paare habe ich Ihnen schon genannt. Immer noch in Führung natürlich Watson und Carmen, dann die Müllers. An dritter Stelle vielleicht jetzt der Russe Sergei Rupin und Elena Korova. An vierter Stelle das neue Paar, Charlotte Ekstrand, Markus Homm. Aber hier schauen wir den Weltmeister zu. Der vorletzte Tanz, der Paso Doble. Es ist eigentlich alles gelaufen. Ich meine, es ist schön, sich Sieger der German Open zu nennen. Aber die Stimmung war wichtig in Mannheim und das Auftreten, das ganze Tanzfestival. Wir sehen hier in Zeitlupe Giacomo Stegaglia und Melissa Dexter. Die haben ein bisschen enttäuscht, die Italiener. Die hatten schon bessere Plätze erreicht. Hier schwanken sie immer zwischen 5 und 6. Mehr Tendenz zum letzten Platz, aber immerhin im Finale waren sie. Und Sie wissen ja, in dieser Klasse traten auch über 200 Paare an. 13 Stunden wurde am Tag getanzt. Ihre Wertung, wie gesagt,